Die Bundesliga ist mitreißend in die Saison gestartet. Wieder tolle Spiele, auch am vergangenen Wochenende. Wir gehen Richtung dritten Spieltag und da ist das Spitzenspiel am Sonntag, nämlich zwischen Union Berlin und RB Leipzig. Und langsam aber sicher müssen wir uns den Sonntag auch als festen Termin buchen für die Reise Richtung Super Bowl. Absolut, Carsten. Hallo auch von meiner Seite. Es ist das letzte, ja, NFL-freie Wochenende, wenn man so das sagen möchte. Wir starten nächste Woche in die neue Saison und wir von der Wettbasis werden euch da umfangreich informieren. Wir haben eine neue Show, Fair Catch, mit meinem Kollegen Boris Montgomery, BOMO, ja, und wir haben vor allen Dingen auch wöchentliche One-Minute-Trills, ja, die könnt ihr aktuell schon sehen auf der Wettbasis auf unserem YouTube-Channel. Da spricht er über die Saison-Prediction, über seine NFL-Super Bowl-Favoriten, also wirklich ganz interessant, was ihr da zu sehen bekommt. Und mich würde einfach jetzt schon mal interessieren, seid ihr auch NFL interessiert? Ja, deswegen, ich würde euch gerne in den Videos wiedersehen und ich sag mal so viel, BOMO wird auch das ein oder andere Mal hier in dieser Bundesliga-Sendung zu Gast sein, um dann auch wiederum über die NFL zu sprechen. Also bleibt dran, lasst ein Abo da und schaut euch die NFL an. Ja, da freue ich mich auch schon auf BOMO. Ja, und die Auswertung deiner letzten Tipps, wie war die denn? Ja, die würde ich nicht ganz so freuen, Carsten. Es waren 4 von 9, also es war noch in einem akzeptablen Bereich. Jetzt nicht sonderlich überragend, aber waren natürlich auch viele überraschende Ergebnisse dabei. Mehr oder weniger haben wir bei 2, 3 Spielen eigentlich nur ein Tor gefehlt. Dann wären die Tipps richtig gewesen. Soll aber keine Entschuldigung sein, soll kein Alibi sein. 4 von 9, das geht auf jeden Fall besser. Steigern muss sich Ronny Nicol nicht. Das ist eine Union Berlin-Legende. Fast 200 Spiele. Hallo Ronny. Einen wunderschönen guten Morgen. Die härteste linke Klebe aus Köpenick. NFL, interessiert dich das oder eher weniger? Eher weniger. Also ich schaue es mir mal an, lasse es mir mal auch erklären, aber richtiger Fan bin ich nicht davon. Du bist aber mit Sicherheit einer, der Union Berlin in- und auswendig kennt. Sag uns doch mal gerade die 3 Gründe, warum die so gut gestartet sind. Ich meine, 6 Punkte in 2 Bundesligaspielen, einen solchen Start haben die noch nie hingelegt. Tja, die Gründe, denke ich mal, die zeichnen sich schon die letzten Jahre immer wieder ab. Sie sind sehr harmonisch, sie haben im Verein, arbeiten sie alle an einem Strang. Keiner schert aus oder will was anders machen. Sie haben immer wieder gute Einkäufe, die einfach super passen in der Mannschaft. Und mittlerweile spielen sie auch wunderbaren Fußball, muss ich sagen. Also das macht richtig Spaß, denen zuzuschauen. Also du siehst da eine Entwicklung hin vom nur kampfbetonten Spiel zu technisch hochwertigem Fußball. Ja, kampfbetont war es schon immer bei Union. Das ist, glaube ich, auch das A und O. Aber wie gesagt, mittlerweile spielen sie Fußball, hauen nicht nur die Bälle lang, wie man es von früher kennt noch. Es macht richtig Spaß, wie gesagt. Und ich glaube, so einen Start muss man auch erstmal hinlegen. Marcel, wie ist deine erste Einschätzung zu diesem Spitzenspiel? Ja, Carsten, du sagst, es ist ein absolutes Spitzenspiel. Wir haben den Tabellenführer mit Union Berlin. Allerdings gibt es da eine Statistik, die ich ganz gleich erwähnen möchte. Denn Union Berlin war letztmals Tabellenführer am 13. Spieltag der Vorsaison und damals gab es dann ein 0:5 an diesem Spieltag gegen Leverkusen. Ja, soll jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Omen sein, aber vielleicht für die abergläubischen Fans unter euch durchaus interessant. Ansonsten ist natürlich zu erwähnen, dass Union Berlin eine brutale Heimmacht ist. 24 Bundesliga-Heimspiele, saisonübergreifend, jetzt schon ungeschlagen. Aber der letzte Trainer, der es geschafft hat, an der Alten Försterei zu gewinnen, das war Marco Rose im Februar 2022. Damals noch in Diensten von Borussia Dortmund gab es einen 3:0-Erfolg des BVB bei Union Berlin. Und trotzdem muss ich sagen, ich glaube einfach, dass sich zwei sehr selbstbewussten Mannschaften gegenüberstehen. Beide, die wirklich auch eine gute Offensive haben. Wir sprechen ja bei Union Berlin schon von 8 geschossenen Toren in diesen ersten beiden Spielen. Auch Leipzig hat jetzt den Flow gefunden gegen Stuttgart in der zweiten Halbzeit, wo sich einen Rausch gespielt haben. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass viele Tore fallen werden, beziehungsweise auch beide Mannschaften treffen werden. Und exakt das ist mein Tipp. 1,70 dafür, dass beide Mannschaften treffen. Und eine Statistik habe ich noch, Carsten. Union Berlin hat die letzten 5 Bundesligaspiele gegen RB Leipzig allesamt mit 2:1 gewonnen. Okay. Ronny, du bist in Berlin geboren, ja? Ost-Berlin mit Union, die sind ja in Köpenick beheimatet, hat den Westen überholt, Hertha in der zweiten Liga. Warum ist das so? Warum hat Ost-Berlin West-Berlin überholt? Ja, Ost-Berlin und West-Berlin, das höre ich eigentlich nicht mehr so gerne.
Aber ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, in dem Verein wird seit Jahren wirklich ruhig gearbeitet. Man hat mit Dirk Zingler einen Präsidenten, der vorne wegmarschiert und die anderen hinterher, sage ich mal. Jeder darf seine Meinung dort äußern. Man ist auch kritisch gegenüber anderen Dingen und man diskutiert darüber und hat jetzt mit Urs Fischer natürlich auch noch einen Trainer gefunden, der eine Ruhe ausstrahlt, vom Allerfeinsten, muss ich sagen. Das macht richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Das Trainerteam funktioniert miteinander. Und wie gesagt, Oliver Runert hat immer wieder ein gutes Händchen für die Einkäufe. Die passen einfach wirklich immer in die Mannschaft rein, in das Team. Sie fügen sich ein und ordnen sich unter. Und das sieht man dann auch auf dem Platz. Das ist eine Gemeinschaft, ein Team. Und das zeichnet sie halt wirklich aus. Und sie haben jetzt wirklich in den letzten 5 Jahren nicht möglich, also einen Tiefpunkt mal gehabt oder mal so eine Zeit, wo sie 5, 6 Spiele am Stück verloren haben. Ne? Das kennen sie gar nicht. Da wartet jeder eigentlich drauf. Aber wir haben es vorhin schon gehört, RB Leipzig jetzt ist natürlich wieder ein brisantes Spiel, aber da haben sie in den letzten Jahren. Ronny, lass mich da kurz einhaken, denn das ist ja Tradition pur gegen Dosenclub. Wie sehen das die Fans? Da ist doch mit Sicherheit was los. Ja, das ist immer, wie gesagt, ein sehr spezielles Spiel. Die Fans von Union sind halt die ersten 15 Minuten ja meistens immer ganz ruhig in den Spiel. Aber mal gucken, was sie sich dieses Wochenende einverlassen. Aber es ist natürlich ein ganz besonderes Spiel, klar. Das ist, schmeißen die mit Gummibärchen oder was machen die dann? Wie bitte? Schmeißen die dann mit Gummibärchen? Nein, das nicht. Sie sind einfach die ersten 15 Minuten immer still, gucken sich alles an und dann ab Minute 15 geht es dann das Feuerwerk los von draußen wieder. Ja, das ist halt, da sind die Fans halt, haben sie ihre eigene Meinung, das muss man akzeptieren und das ist nun mal Leipzig, nicht Lok Leipzig oder Chemie Leipzig, es ist Red Bull Leipzig, ne? Wie man es, oder RB Leipzig. Und deswegen ist da immer noch so ein bisschen Brisanz drin. Ist das ein Derby? Ich finde es ja. Also man kann es schon als Derby bezeichnen. Union ist nun mal, sag ich mal, der einzige Ostverein, der jetzt da oben in der ersten Liga spielt. Aus der Sicht. Und deswegen, Leipzig gehört jetzt auch dazu. Und für mich ist es ein Derby, auf jeden Fall. Ja. Wie geht's aus, Ronny? Wir haben es ja vorhin schon gehört. Die letzten Spiele gingen alle 2-1 aus. Also wird es diesmal ein 3-1 sein. Super, danke. Gerne. Marcel, wie ich dich kenne, hast du auch noch was zu sagen zu diesem wunderbaren Spiel? Ja, natürlich. Ich will einfach noch mal ganz kurz Robin Gosens erwähnen. Ja, letzte Woche Startelfdebüt gegeben für Union Berlin. Übrigens der erste Union-Spieler, der in der Bundesliga bei seinem Startelfdebüt dann auch doppelt getroffen hat. Gerade dieses 1-0 hat sowohl Wille als auch Qualität extrem gezeigt von diesem Spieler. Das heißt, ein super Transfer, muss man ganz ehrlich sagen, Robin Gosens. Und dann haben wir natürlich noch einen gewissen Kevin Behrens. Ja, der hat jetzt nicht diesen ganz großen Namen, aber der hat schon 4 Saisontore. Ja, ein extremes Kopfballungeheuer. Und auf Leipziger Seite will ich auch ganz kurz 2 Spieler erwähnen, die mir richtig gut gefallen in der laufenden Saison. Da haben wir zum einen natürlich Dani Olmo. Der hat schon 5 Pflichtspieltore erzielt in der laufenden Saison. Übrigens zum Vergleich. Letzte Saison hatte er in allen Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend insgesamt nur 5 Pflichtspieltore. Das heißt, die hat er jetzt schon mal eingestellt, diesen Wert. Und dann haben wir natürlich noch Xabi Simons, ja, der Neuzugang von der PSV aus Eindhoven bzw. von Paris Saint-Germain, der letzten Spieltag 1 Tor erzielt, 2 Torvorlagen gegeben. Und ich glaube, wenn Leipzig wirklich im Rausch ist, dann wird diese Mannschaft noch sehr viel Spaß bereiten. Das kann ich nur unterschreiben. Ich habe sie auch persönlich schon sehen dürfen. So, ihr wisst, bei unserem Gewinnspiel, beim Predictor, kann man 250 Euro Cash gewinnen als Sieger. Und den Sieger haben wir auch ermittelt. Der heißt Robertson. Auf der zweiten Position ist Honka, der bekommt 150. Und Grobi läuft noch mit 100 Euro ein. Wenn ihr auch Cash abräumen wollt, so geht's. Registriere dich bei predictor.wettbasis.com, tippe die aktuelle Runde und kassiere tolle Cashpreise. So Marcel, wir beide spielen ja auch mit. Wer war diesmal Gewinner? Ja,
Ja, es war ein Duell, Carsten. Not gegen Elend. MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund. Muss leider sagen, die Not war tatsächlich ein bisschen größer diesmal als das Elend. Deswegen herzlichen Glückwunsch, Carsten. Du warst besser als ich, warst aber trotzdem sehr schlecht. Alles klar. Ja, immerhin besser als du. So, ist Bayern München besser als Borussia Mönchengladbach? Das 70er-Jahre-Duell jetzt am kommenden Samstagabend. Ja. Wir kennen natürlich die Geschichte, dass Gladbach der Angstgegner ist, des FC Bayern in den letzten Jahren zumindest. Bayern hat keines der letzten 5 Pflichtspiele gegen Gladbach gewinnen können. Ja, sie haben das letzte Auswärtsspiel unter anderem verloren. Damals gab es diese rote Karte gegen Upamecano, dann den Sieg von Gladbach. Wir haben allgemein Bayern in 4 Fällen, dass sie den Platz in Borussia Park in den letzten 5 Spielen als Verlierer verlassen haben. Also 4 der letzten 5 Auswärtsspiele hat Bayern in Gladbach verloren. Deswegen, ja, ich kenne auch natürlich die Historie, ich kenne auch die Geschichte, aber trotzdem sage ich, dass Bayern einfach momentan ja, klare Vorteile gegenüber Gladbach hat. Ich sage nicht, dass Bayern zu stark ist, aber ich sage, dass Gladbach, das hat man auch letzte Woche gegen Leverkusen gesehen, einfach noch nicht auf diesem Niveau ist, das es braucht, um dann auch die Bayern zu bezwingen. Gladbach hat schon 7 Gegentreffer kassiert in den ersten beiden Spieltagen, haben 44 Schüsse bereits zugelassen. Zum Vergleich, die Bayern stehen bei 16 zugelassenen Schüssen. Und zudem darf man nicht vergessen, dass Bayern nur eines der letzten 28 Samstagabendspiele, das Spiel startet ja um 18.30 Uhr am Samstagabend, und nur eines dieser letzten 28 Spiele, die um die Uhrzeit angestoßen wurden, hat Bayern verloren. Und Carsten, jetzt komme ich noch zu einer interessanten Anekdote, auch in die Historie geblickt. Harry Kane ist erst der 3. Spieler des FC Bayern, der in der Bundesliga an den ersten 2 Spieltagen schon 3 Tore erzielt hat. Und jetzt sage ich dir auch, wer die anderen beiden waren, nämlich Gustav Jung 1967 und ein gewisser Adolfo Valencia 1993. El Tren, ich frag dich nicht nach deinem Geburtsdatum, oder was wolltest du noch wissen? Nee, aber nach meinem Tipp darfst du mich gerne noch fragen. Ja, frage ich dich, aber wenn du mir nochmal mit diesen Samstagabend 18.30 Anstoßzeiten kommst, ja. Immer wieder gerne. Wirklich, ist ein ganz herausragendes Argument, ja. Ja, nee, das ist aber nicht das Argument, was ich auch benutze, um einen Tipp abzugeben. Ich sage einfach, wie schon erwähnt, Bayern momentan zu stark für Gladbach, Gladbach defensiv zu anfällig und deswegen 1,87, Halbzeit 2, Endstand 2. Das heißt, Bayern führt bereits zur Halbzeit, Bayern gewinnt das Spiel und dafür spricht unter anderem auch die Tatsache, dass Bayern in 11 Bundesligaspielen unter Thomas Tuchel noch keinen einzigen Gegentreffer in der ersten Halbzeit kassiert hat. Was sagt ihr? Bitte eure Tipps und eure Kommentare. Wir machen weiter mit einem kleinen Derby, nämlich der VfB Stuttgart als Gastgeber für Freiburg. Ja, kleines Derby, vor allen Dingen aber auch ein Angstgegner, der auf die Stuttgarter wartet, denn Freiburg hat die letzten 6 Bundesligaspiele gegen Stuttgart allesamt gewinnen können. Und zum ersten Mal könnte der SC Freiburg tatsächlich mit 3 Siegen in eine Bundesliga-Saison starten. Ja, wir haben letzte Woche diesen emotionalen Sieg gesehen. Maximilian Philipp, der dann in der Nachspielzeit das entscheidende Tor zum 1-0 gegen Bremen erzielt. Vorher haben sich ein bisschen die Zähne ausgebissen, insbesondere an Jiří Pavlenka, dem Trainer, dem Torhüter von Werder Bremen. Und trotzdem darf man Stuttgart einfach nicht unterschätzen. Die haben eine richtig gute erste Halbzeit gegen Leipzig gespielt. Sie haben unter Sebastian Hoeneß gerade mal 2 Niederlagen kassiert in 10 Bundesligaspielen. Und zu Hause sind sie unter diesem Trainer sogar noch ungeschlagen. Ja, das heißt, Stuttgart darf nicht unterschätzt werden. Trotzdem ist Freiburg die Eingespieltheit einfach Trumpf. Ja, sie hatten an den ersten beiden Spieltagen keinen einzigen Neuzugang in der Startelf. Auch das soll mal erwähnt werden. Und sie stehen vor allen Dingen gemessen an den Expected Goals, also an den erwarteten Toren, die so ein bisschen die Qualität der Chancen wiedergibt, stehen sie auf Platz 2 hinter dem FC Bayern München. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich Freiburg schon ein bisschen im Vorteil sehe, gehe mich Gerber der Wette auf den Spielausgang ein bisschen aus dem Weg und sage dafür über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,75. Übrigens haben wir auch einen wunderbaren Podcast mit Alex Trujka und Julius Eid. Die beschäftigen sich natürlich auch immer wieder mit der Bundesliga. Jetzt kommen wir zum Freitagabendspiel BVB, also Borussia Dortmund gegen Heidenheim. Ich weiß nicht, ob wir den BVB da so favorisieren müssen, wie das die Buchmacher tun. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen, Carsten? Natürlich muss man den BVB favorisieren, weil sie einfach der amtierende Vizemeister sind. Eine Mannschaft sind die 12. Amtierender Vizemeister ist schon klar, ja. Ja, dazu eine Mannschaft, die 12 der letzten 13 Bundesliga-Heimspiele siegreich gestalten konnte. Ja, aber wir sprechen bei Dortmund eben auch über die Mannschaft, die seit der Beginn der Saison 2020, 2021 die meisten Heimspiele gegen Aufsteiger in der Bundesliga verloren hat. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Plus,
Heidenheim ist der erste Debütant seit Cottbus, der mit 2 Niederlagen in die Saison starten. Jetzt habe ich noch eine interessante Statistik für dich, Carsten, denn die letzten beiden Debütanten, Hoffenheim und RB Leipzig in der Bundesliga, haben ihren jeweils ersten Bundesliga-Sieg gegen wen gefeiert? Ja, alles klar. Gegen Borussia Dortmund. Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Vorsicht ist geboten, aber Dortmund hat eben keines der letzten 33 Freitagabendspiele in der Bundesliga zu Hause verloren. Das nochmal, um dich ein bisschen zufriedenzustellen, statistisch gesehen. Und zudem haben sie einfach Daniel Mahlen, der hat bisher beide Tore in der Saison gemacht, das ist so ein bisschen der Lichtblick, gemeinsam mit Julian Brandt in einer bislang schwachen Dortmunder Mannschaft, so ehrlich muss man auch sein. Aber Heidenheim hat eben viel Lehrgeld bezahlt, 2-0 geführt, 2-3 verloren letzte Woche gegen Heidenheim. Ich glaube, das wird noch auf jeden Fall Nachwirkungen zeigen beim Aufsteiger. Und deswegen sage ich über 1,5 Tore in der ersten Halbzeit. Dortmund wird diesmal von Anfang an ein Feuerwerk abfackeln. Ja, Heidenheim traue ich ebenfalls ein Tor zu, deswegen gehe ich von vielen Toren aus. Mindestens 2 in der ersten Halbzeit zu einer Quote von 1,90. Wer von euch sagt denn Überraschungsglöckel bei diesem Spiel? Ja, das interessiert mich jetzt mal brennend. So, Bayer Leverkusen ist wunderbar in die Saison gekommen und in unserer Prediction, in unserer Bundesliga-Prediction habe ich ja Bayer Leverkusen auch als Meister mal hingesetzt, Überraschungsmeister. Die empfangen Darmstadt 98. Ja, Leverkusen ist für mich bislang die beste Mannschaft an den ersten 2 Spieltagen gewesen. Also ich habe das Spiel gegen Gladbach letzte Woche gesehen. Das hat mich hundertprozentig überzeugt. Da bin ich ganz ehrlich. Leverkusen hat einen super Fußball gespielt. Jetzt bin ich allerdings mal gespannt gegen einen wirklich sehr tiefstehenden Gegner wie Darmstadt, wie das da zur Sache gehen wird. Wobei man sagen muss, tiefstehender Gegner ja, aber Darmstadt hat an den ersten beiden Spieltagen tatsächlich mehr Ballbesitz im Schnitt als Leverkusen. Ja, Darmstadt 55%, Leverkusen nur 52%, liegt natürlich auch daran, dass Darmstadt gegen Union Berlin in Überzahl gespielt hat. Trotzdem für mich eine sehr erstaunliche Statistik gewesen. Und zum dritten Mal überhaupt könnte Leverkusen in der Bundesliga mit 3 Siegen in einer Saison starten. 2003, 2004, 2013, 2014 und jetzt 2023, 2024. Also alle 10 Jahre kommt das quasi mal vor, dass Leverkusen so startet. Und tatsächlich gehe ich auch davon aus, dass Leverkusen hier die Favoritenrolle einnehmen wird und auch gerecht werden wird. Und das auch vor allen Dingen aufgrund von Victor Boniface. Dieser junge Möbelpacker. Absolut, der Möbelpacker, du brauchst ja 10 Meter, um einmal um ihn rumzulaufen. Ja, herrlich. Absolut, absolut. Der Möbelpacker, der hat 11 Torschüsse abgegeben am zweiten Spieltag. Ja, also Wahnsinn. Ja, dann noch 2 Tore erzielt. Deswegen habe ich hier zu dieser Partie gleich 2 Tipps herausgesucht. Zum einen sage ich, Leverkusen gewinnt mit mindestens 2 Toren Vorsprung. Also Leverkusen minus 1 zu einer Quote von 1,61. Und wer darauf wetten möchte, dass Victor Boniface erneut trifft, der findet dafür eine Quote von 2,05. Wunderbarer Typ. So, das Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg kommt von den Namen ein bisschen unscheinbar daher. Ich glaube, das ist ein super interessantes Duell. Ja, und es ist vor allen Dingen auch das direkte Duell zwischen Jonas Wind, demjenigen, der schon 4 Treffer markiert hat in der laufenden Saison, und Wout Weghorst, ja, einem ehemaligen Wolfsburger, der 59 Tore erzielt hat für die Wölfe, der da zurückkehrt, beziehungsweise ja, gegen seinen alten Verein ran muss, gegen den VfL Wolfsburg. Letzte Woche beide Mannschaften mit Comeback-Siegen, beide lagen hinten, beide haben 3 Punkte dennoch geholt und Wolfsburg hatte an den ersten beiden Spieltagen die meisten hochkarätigen Chancen, allerdings haben sie auch die meisten hochkarätigen Chancen vergeben, ja, das heißt Wolfsburg erspielt sich ziemlich viel, ist aber allerdings in der Effektivität noch nicht so gut und zudem darf man nicht vergessen, dass Hoffenheim in den letzten 13 Bundesligaspielen gegen Wolfsburg immer mindestens ein Tor erzielt hat und deswegen ja, baue ich hier eine kleine Überraschung ein. Ich sage nämlich, dass Hoffenheim dieses Spiel gewinnen wird. Draw no bet 1, das heißt, ich sichere mich gegen ein Unentschieden ab, sage aber auf dem Zweiwegmarkt zu einer Quote von 1,82 trotzdem, dass Hoffenheim hier leichte Vorteile zu Hause hat. Werder gegen Mainz. Ja, da meist kurz, beide Mannschaften bislang enttäuschend gestartet, Bremen 0 Punkte, Mainz 1 Punkt. Werder hat zudem nur eines der letzten 9 Bundesligaspiele zu Hause gegen Mainz gewonnen. Trotzdem sage ich, dass Bremen, auch wenn sie aktuell noch ohne Torerfolg sind, hier zu Hause endlich die Wende schaffen, endlich auch in die Saison reinstarten, punktetechnisch. Deswegen Bremen holt mindestens einen Punkt, 1x in Verbindung mit unter 4,5 Toren zu einer Quote von 1,80. Augsburg empfängt Bochum, ich darf dabei sein und beide Teams haben bislang ein Pünktchen aus den beiden Spielen geholt.
Ganz genau. Wobei man sagen muss, dass Bochum eine richtig, richtig gute erste Halbzeit gegen Ja. Dortmund gespielt hat letzte Woche. Also die haben die Dortmunder gejagt über den ganzen Platz. Dortmund wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist, muss man wirklich so ganz ehrlich auch mal sagen. Allerdings ist jetzt wieder die Frage, schafft Bochum das endlich auch mal auswärts? Und auswärts ist Bochum einfach die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga, haben seit dem Start der letzten Saison nur zwei von insgesamt 18 Auswärtsspielen siegreich gestalten können. Und deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch, auch wenn Augsburg mich noch nicht hundertprozentig überzeugt hat. Und Saison übergreifend eben auch nur eines der letzten 13 Bundesligaspiele gewinnen konnte, bin ich tatsächlich der Auffassung, dass Augsburg hier dieses Spiel zumindest nicht verlieren wird. Und deswegen gibt es eine Quote von 1,62 für meinen Tipp, 1x und über 1,5 Tore. Und das letzte Spiel lautet dann Eintracht Frankfurt gegen Köln. Da tut sich personell, ja speziell bei den Frankfurtern, noch extrem viel. Jesper Jobbe Lindström ist in Neapel gelandet. Sehr schöne Stadt, kann ich ihm jetzt schon mal sagen. Ja, aber die Partie ist für mich ein Überraschungsbonbon. Hast du dir schon ein Trikot gekauft, Carsten? Jesper Lindström? Ich lasse mir eins signieren, ja. Ja, okay. Das heißt, du musst dann dein Ossiman-Trikot ausziehen. Nein, nur die Maske. Okay. ja, Frankfurt gegen Köln, ein sehr interessantes Spiel. Natürlich vor dem Hintergrund der Personalrochade beim Eintracht bei Eintracht Frankfurt. Lindström zu Napoli, Lenz zu RB Leipzig, Kolumuani Stand Mittwochmorgen. Wird dieser Transfer ebenfalls noch vollzogen werden? Davon bin ich mal überzeugt. Der Spieler will weg. Das hat er jetzt auch öffentlich kundgetan. Deswegen denke ich, dass man sich da auch einigen wird. Und ja, Köln 0 Punkte auf dem Konto. Ja, ich hatte es ja auch in meiner Saisonprognose schon ein bisschen angedeutet. Köln für mich eine Mannschaft, die eventuell länger um den Klassenerhalt fürchten muss, als das momentan viele denken. Und Frankfurt ohne diese ganzen Stars und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sie am Donnerstagabend noch in der Conference League gefordert sind, könnte es auch eine ja, schwierige Aufgabe werden für die Frankfurter, die mich bislang gar nicht überzeugt haben. Und ja, dann gibt es natürlich noch eine Personalie, die über diesem Spiel steht, nämlich Elias Skiri. Und der ehemalige Kölner war tatsächlich auch der Spieler, der beim letzten Kölner Sieg in der Bundesliga noch für Köln auf dem Platz stand. Das war nämlich am 12. Mai der Fall. Und seitdem hat eben Köln kein Bundesligaspiel mehr gewonnen. Das wird sich auch nicht ändern in Frankfurt. Also ich glaube nicht, dass Köln 3 Punkte mitnimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Frankfurter Probleme bekommen werden. Das heißt auf jeden Fall, dass es ein knappes Spiel werden wird. Frankfurt zwar seit 11 Bundesliga-Heimspielen in Folge ungeschlagen. Dennoch gehe ich davon aus, dass wenige Tore fallen werden. Ja, es wird ein zähes Match geben. Und deswegen lautet hier mein Tipp 1,65 unter 1,5 in der ersten Halbzeit. Also maximal ein Treffer in den ersten 45 Minuten und maximal 3 Treffer dann nach 90 Minuten. Das war unsere, ich hoffe auch für euch, kurzweilige Show Richtung dritter Spieltag in der Bundesliga. Hier ist die Übersicht von Marcel. Danke, Marcel. Und nicht vergessen, was ihr zur NFL wissen müsst, das bekommt ihr hier bei uns bei der Wettbasis von BOMO, also Boris Montgomery. Euch eine schöne Woche.